Willkommen zurück zur Geheimtür in Kanes Festung Eisendüne, Iron Dune. Ja, vielleicht finden wir schon hier unten sein Geheimlabor, aber vielleicht auch nicht. Nein, wir finden seinen Dungeon. Er hatte ja gesagt in diesem Zettel, sie bewachen mein Verlies. Und genau da sind wir jetzt gelandet, aber vielleicht gibt es da trotzdem ein Geheimlabor. Lauter geschlossene Türen, hier geht, da kommen wir auch nicht rein. Hier geht die Treppe wieder hoch. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Hier ist noch ein Abflussrohr. Ah, gut, da kann man nicht gucken. Hey, hier ist eine offene Zelle. Ich guck mal gerade hier. Geht nichts und nichts. Schön, dann gehen wir einfach hier rein. Was ich wunderbar finde, ist das Klo mit dem Klopapier. Also, da muss ich sagen, da hatten die Grafiker wirklich einen Moment der großen Liebe zum Detail. Das finde ich super gelungen. Und ein schöner, also eine wirklich schöne Klobrille hier für so einen fiesen Dungeon, finde ich doch schon sehr apart, das Ganze. Jedenfalls steht hier erstmal Kanes Symbol. Und drunter, ich habe dieses Symbol gefunden in seinem Zimmer. Es muss der Schlüssel sein. Es hat irgendein Gefangener dahin geschrieben, fragt sich nur welcher. Aber wenn wir die Zeichnung angucken, vielleicht kommt er ja von selber drauf. Unsere eiskalte Sophie, der feurige Bischof oder Erzbischof sogar. Hier unser Macho-Arschloch Kane und der total bescheuerte Doc. Schön gezeichnet, muss man schon sagen. Hier hängt noch eine Karte von den Eastlands. Genau, da haben wir den Tempel von Agrippa und hier haben wir Iron Dune. Und da ist eine Axt im Baumstamm. Paar Tannen und mehr kann ich nicht erkennen. Vielleicht hat es ja mit der Unterwelt zu tun. Wir wissen es nicht genau. Und mehr gibt es in dieser Zelle nicht zu sehen. Komm, wir schauen uns doch mal das Klo an, weil es so schön war. Ja, genießt diesen Anblick noch eine Sekunde. Okay, das war's. Nein, das war noch nicht mein Lieblingsraum. Also einer der Lieblingsräume, aber nicht nur der Lieblingsraum. Den betreten wir nämlich jetzt. Wir sind in Kanes Folterkammer. Und Leute, was der sich ausgedacht hat, dagegen war Carnovash eine wirklich harmlose Seele. Ich muss mal gucken, ob ich die alle erwische. Ah, hier ist düster. Hoffentlich ist kein Grauen da. Ein Skelett im Käfig. No, 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 no. Don't leave me here to rot. Wie Number bitte? one is bridge. Hat irgendwas mit einer Brücke gesagt. No, 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 no. Don't leave me here to rot. Code number one is bridge. Also, man soll ihn da nicht verrotten lassen und irgendwas mit einer Brücke. Und einer Nummer 1, glaube ich. Okay, da haben wir nämlich wieder die Zahlen von der Leinwand. Die fiesel ich auch noch auseinander. Hier ein schöner Pranger. Lass mal hören. I would never double cross the general. I didn't steal nothing. Also, er würde den General nie bescheißen. Und hat nichts gestohlen und mehr hat der nicht gesagt. Noch was? I would Nochmal? never double Nee, cross the ist general. dasselbe. I didn't steal nothing. Okay. Wartet mal, hier ist auch noch was. Das ist ein tolles Gerät. Ja, Code 10, decoy the enemy, vernichtet den Feind, genau. Das ist schon mal eins. Hier ist ein Rad, auch sehr schön. Oh Gott. Radio Code, Code 12, verify. Code 12, verify. Oh meine Güte, der hat aber echt Schmerzen. Das war Code 12, die Nachricht verifizieren, die ich nie irgendwie in die richtige Reihenfolge gekriegt habe. Hier. Das ist hier, also Jungs und Mädels, besonders Jungs, das ist mein absolutes Lieblingsgerät. Und ihr werdet auch gleich erfahren, warum. Schaut. Na? Ach so, ich muss draufdrücken. Ich habe ihn nur leider nicht verstanden. Nochmal.
Scheiße, ich kann nicht nochmal. Das ist unfair. Ich bin jetzt auch nicht sicher, welchen er gesagt hat. Aber es ist ein wunderschönes Gerät. Ich Nein, ich habe ihn nicht verstanden, aber es ist einfach gar zu schön. Okay, doch genug davon und zum nächsten Folterinstrument geschritten. Ach, ich liebe es. Das war der Code 6 mit dem Unterwandern. Und haben wir noch was? Ich glaube, hier ist noch was. Ja, yeah, es ist auch schön. Aua. Okay. So, und ich weiß nicht, ob es der letzte war oder ob wir noch einen bekommen. Doch, hier bekommen wir, glaube ich, noch einen. Ja. Ja, schön. Aber der hat uns nichts weiter gesagt. Gut, es ist auch nicht weiter tragisch. Man musste die Dinger halt in die richtige Reihenfolge geben. Und ich blende jetzt noch mal kurz diese Schlachtkarte ein, diesen Schlachtplan. Einen Moment. So, hier ist er. Also das war ja der Schlachtplan von Elrond, wie man die Festung von Iron Dune besiegen kann, einnehmen kann, irgendwie zu Staub machen kann. Und die Schritte, die standen ja wahrscheinlich... Kane hat das hier mit Sicherheit geschrieben. Und die Schritte, die standen ja auf der Leinwand. Also es ist relativ klar, das erste war die Ablenkung. Das ist die 10. Danach kommt Brücke bauen, das ist die 1. Dann war die Truppen aufsplitten, die 9. Dann war die Nummer 6, genau, unterwandern und zerstören. Und Nummer 12, ich wusste nie warum, wieso, weshalb, das ist die Nachricht überprüfen. Aber das ist auf jeden Fall die richtige Reihenfolge. 10, 1, 9, 6, 12. Und die können wir jetzt auch irgendwo eingeben. Und zwar selbstverständlich in diesem Schlachtenzimmer, genau. Da gehen wir nämlich jetzt hin, zurück. Denn jetzt wird... ich verlaufe mich hier gerade wieder, wie üblich. Denn... Wo geht's denn hier raus? Da. Okay, gut. Ja, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Ja, in diesem Waffenmuseum. Und dann werden wir mal endlich diese Scheißschlacht abstellen, die mir total auf den Senkel geht. So, erstmal da ganz schnell rein. Ja. Und das alles ist ungeheuer schwierig. Einfacher wäre es gewesen, das hatte ich ja schon erwähnt, mit diesem Tagebuch von Bivotar. Ich suche jetzt erstmal diese Schlacht, damit es ein Ende hat. Seht mal her, da. Da haben wir nämlich Code. Und da kann man wirklich dran verzweifeln. Also ich bin dran verzweifelt. Es war mir zwar klar, dass das alles irgendwie zusammenhängt, aber die Reihenfolge habe ich irgendwie dann... nicht richtig hingekriegt, aber nun weiß ich sie natürlich. Und wir stellen mal hier die Zahlen ein. Noch ein. So, das ist die 9. So, hier haben wir die 6. Und hier haben wir die 12. Ich kann leider nicht schneller, der geht so langsam. Ich würde hier auch schneller klicken, aber... So. Und dann mal machen. That did it. The enemy is retreating. Excellent plan. Iron Dune is secure. Repeat, Iron Dune is secure. Ja! Soldier, over and out. Der Feind hat sich zurückgezogen. Die Schlacht ist vorbei. Und wir haben es geschafft. So. Na, was ein Glück. Und weil es so richtig doof ist, zeige ich euch natürlich auch noch die anderen Schlachten. Darf ich erst mal gucken, was da steht? Die Schlacht von Fort Griffspotter oder sowas von Harry Potter. Bei mir ist hier im Spiel, ich habe es auch nicht weggekriegt,
das Wasser so laut, dass man nicht hört, was der Typ erzählt. Guck mal hier. Total laut, furchtbar. Ich drück mal. Hihi. Ja. Man versteht kein Wort, weil das Wasser so laut ist, aber macht nichts. Die beschreiben halt hier nur die Schlachten. Hier ist die Schlacht von Flutkontrolldamm 2, sehr berühmt in Sorgspielen, dieser Flutkontrolldamm. Und da ist es nicht so laut, hört selbst zu, ich übersetze nichts. The Battle of Flood Control Dam Number 3 ended the Barbarian Rebellion and Uprising. General Kane, then Second Lieutenant Colonel, using his enemy's prime weakness against them, decided he needed a distraction to allow him to carry out his final solution plan. He sent a party of troops to a high mountain where they made considerable noise, bewildering the barbarians as to the intent of the exercise. Ja, sehr schön. Also das war Kane, als er noch zweiter Leutnant war, wo er die Barbaren besiegt haben und damit ihre Macht zugrunde gerichtet hat. Hier ist das Manöver von Stonewall. Ja, eindeutig. Okay. Süße drei kleine Hütten oder Zelte, was das ist, lasst mal hören. Auch das lange her. Die rennen da immer im Kreis rum. Flathead had learned that the opposing forces had taken the old fort as its principal headquarters. Flathead realized that a straight-on attack would cause many of his wealthier trained soldiers to perish. Dividing his army, he attacked directly with his small band of peasant conscripts, while his trained soldiers circled and attacked from the rear smaller wall. Okay, das war also eine Schlacht, die unser heißgeliebter Lord Flathead, Doofkopf, Dummkopf, Flachkopf, geschlagen hat. Okay, hier ist wieder der Aufstand von Yippel, ohne N, sondern mit Y. Schauen wir uns den auch noch an. Ich kann auch hier immer nur auf einen von den Knöpfen drücken. Also nicht, dass ihr glaubt, ich würde euch hier was vorenthalten. Nein, es ist immer in der Tat nur ein Knopf. Auch wie süß. Dundor of Rimanax, 466, led one of the great and early battles of the Empire. Noch länger her. Telepath, Dundor bravely crushed the rebellion of Yipples, much larger and more powerful than those described in the Sorcerer packaging. He employed a unique strategy. Also da wurde irgendeine ganz tolle, einzigartige Strategie verwendet, aber das ist so lange her, dass ich überhaupt nicht weiß, wer. Sieht aber moderner aus als die anderen, die nicht so lange her sind, finde ich. Naja, egal. Vielleicht ist da schon ein Reich zugrunde gegangen. Das hatten wir. Das haben wir ja jetzt abgestellt hier. Ne? Schaut nochmal. Sehr schön. Hier, das dürfte wohl Iron Dune sein. Und hier waren, ja, das sind die Kabel, die man verbinden musste. Das haben wir gemacht. Vielleicht hätte man auch noch mit den Kabelfarben drauf können. Kommen können. Ich weiß es nicht und es ist egal. Und hier ist das Massaker von Diablo. Da schauen wir auch noch mal rein. Wir lieben Massaker, nicht wahr? Gut, selbst. In this scene, Duncan Thrax shows his daring, cunning and ruthlessness. The natives had held the larger army at bay for some time, but Duncan Thrax had a plan. He began by making a feint with his vanguard, attacking the heavily entrenched enemy. Also da hat der Schlachtengeneral die Leute hier so eng eingekreist, dass kein Entrinnen mehr war. Sehr schön. Finde ich aber hübsch. Guck mal, hier ist ein Elefant oder ist es kein Elefant? Das sieht doch aus wie ein Elefant, oder? Ja. Finde ich aber so ganz hübsch gemacht, deshalb wollte ich es euch auch nicht vorenthalten. So, die Schlacht ist beendet. Das ist schön. Lass uns noch mal raus vor die Türe gehen. Hier gibt es ja offenbar, wir haben jetzt alles abgegrast, hier in Iron Dune selbst gibt es kein Geheimlabor. Wir müssen aber ein Geheimlabor finden und wir müssen dem Herrn Kane auch noch sein Eisen schmieden. Lasst mal schauen, was der alte Knabe zu sagen hat hier. Wenn er noch da ist. Ja, er kommt. Schön. I don't know how you did it, but hallelujah. Ja. Also, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber Halleluja. Ja, ihr Lieben, und in der nächsten Folge, nee, was heißt, wir können einfach auch nochmal raus. Das schaffen wir jetzt noch, das machen wir. Jetzt dürfen wir nämlich vor die Tür. Wenn ihr hier was bollern hört, meine Katzen spinnen gerade wieder rum.
Denn hier steht ein Panzer, den haben wir ja auch schon auf diesem Schlachtplanbild gesehen. Ach, jetzt hört doch mal auf. Ups, jetzt sind wir im Panzer. Guck, hier können wir die Wüste haken. Na, das ist doch toll. Ein paar Feuerechse kommen wir leider nicht dran. Hier kommt vielleicht eine Keycard rein von Captain Kirk oder Roger Wilco. Wir haben aber keine. Und hier, was ist hier? Nee, kommen wir nicht dran. Da ist der Ausgang. Und hier steht so ein komisches lilanes Gefäß, wo wir was reintun können. Ich habe aber nichts mehr. Okay, dann müssen wir was finden. Sieht hier aus, als wäre dieses ein Behälter für die Energie, was immer die Energie für diesen Panzer sein mag. Ja, hier ist das Cockpit sehr geschmackvoll, muss ich sagen. Noch geschmackvoller ist dieses Duftbäumchen. Ha, ich möchte nicht wissen, wie das da drin stinkt. Und hier diese Würfel, auch sehr schön. Und hier haben wir das die Schützenapparat hier, den Schießdings mit dem Zielfernrohr. Und hier können wir auch noch einen Code eingeben. Da, ihr Lieben, das möchte ich aber alles in der nächsten Folge tun. Ich möchte halt auch mal wieder ein bisschen failen. Und gehe schon mal zurück ins Schloss. Hier ist es mir eindeutig zu heiß und zu staubig hier draußen. So. Und was wir da machen und wie wir failen können, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es wird lustig, weil ich es teilweise auch selber noch nie ausprobiert habe. Also seid wieder dabei, wenn es heißt, wir sprengen Iron Dune in die Luft. Jo, vielleicht. Haha.